2019. Hey, ich muss tatsächlich sagen, ich fand 2019 ein außergewöhnlich gutes Jahr. Für mich zumindest. Da waren viele Spiele dabei, die mir unglaublich viel Spaß gemacht haben, die einfach auch aus dem Nichts kamen oder von denen ich es gar nicht erwartet hätte, dass sie mir Spaß machen. Und eigentlich wollte ich erst nur eine Top 5 machen, aber ich habe das jetzt erweitert auf meine Top 10 sozusagen. Und die gehen wir jetzt einfach mal durch von 10 bis 1. Auf Platz 10 landet bei mir Gears 5. Ich hatte tatsächlich ziemlich viel Spaß mit dem Ding. Sah grafisch echt richtig, richtig gut aus. Ist natürlich spielerisch immer noch ein Gears-Spiel, ganz klar, da ändert sich nicht so viel. Mir haben aber diese offeneren Areale gefallen. Ich fand das cool, durch diese Schneelandschaft zu brettern mit diesem Schlitten. Ebenso diese rote Wüstenlandschaft, wo dann diese Blitze einschlagen und diese Säulen zurücklassen. Das fand ich ziemlich cool. Hat für mich abwechslungsreiche Szenarien gehabt. Ist in vielerlei Hinsicht bunter als seine Vorgänger und gefiel mir einfach gut. Also gerade weil Teil 4 fand ich so ein bisschen mau, das hat mich alles so ein bisschen genervt mit den Robotergegnern und so, war Teil 5 für mich einer, den ich wieder besser fand. Und ich weiß, es sehen nicht alle so, viele sagen auch, ja, das ist eigentlich der schwächste Teil. Für mich persönlich war es richtig gut, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ja, bin froh, das im Game Pass gezockt haben zu können. Auf Platz 9 ist eine Serie gelandet, die mich schon seit Anbeginn der PlayStation begleitet, und zwar Ace Combat 7. Aber das ist auch tatsächlich nur aus einem Grund auf Platz 9 gelandet, und zwar wegen der VR-Missionen. Also diese, ja, leider nur drei virtuellen Realitätsmissionen, die sind echt fantastisch gut. Das ist, muss ich echt sagen, das ist so mit eines der besten Virtual Reality Erlebnisse, das ich je hatte. Klar, so in einem Cockpit sitzen bietet sich natürlich hervorragend an für VR. Aber dann eben mit so einem Jet rumzudüsen, Vollgas zu geben, aber den Kopf gesondert von der Richtung des Flugzeuges bewegen zu können und zu sehen, wie andere Flieger an einem vorbeirasen, super geil gemacht. Und da werden Dogfights einfach noch mal eine ganze Ecke spannender und spaßiger. Und es ist echt schade, dass das ja nur bei diesen drei Missionen geblieben ist. Ein ganzes Spiel drumherum, das wäre geil gewesen. Auf Platz 8 ist ein Spiel, das mich auch wirklich überrascht hat. Plague Tale Innocence von Asobo. Richtig gut. Also optisch einmal ein absoluter Augenschmaus. Und dann dieses ganze Konzept hier mit dem Mädel und ihrem kleinen Bruder und diesen Ratten, denen man aus dem Weg gehen muss und die man durch Licht einschränken kann. Es hat einfach nette Spielelemente, die gut ineinander greifen. Wie gesagt, die Ratten mit dem Licht, dann diese ganzen Schleichpassagen, hin und wieder mal so kleinere Kämpfe, aber es geht im Großen und Ganzen im Spiel halt nicht ums Kämpfen. Und dann finde ich auch eine interessante Story mit coolen Charakteren. Voll ins Schwarze getroffen. Ich bin echt froh, dass die da noch einen zweiten Teil machen. Hat der Entwickler verdient, weil die haben da echt einfach super Arbeit geleistet. Wenn Konami schon nicht mehr Contra kann, dann muss Blazing Chrome her. Das ist halt einfach ein Nostalgie-Flash pur. Aber es ist eben kein altes Spiel, es ist ein modernes Spiel. Sieht bloß eben alt aus dank 16-Bit-Pixel-Look. Und ja, ist halt einfach das, was man sich von einem Contra erwarten würde. Ordentlich coole Koop-Action, Ballern gegen Aliens, Endbosse sind am Start, abwechslungsreiche Level. Einfach ein Top-Ding. Wer so ein bisschen was mit dieser Art von Spiel anfangen kann, ey, der muss da zugreifen. Das ist echt Contra in reinster Form. Ich werde schon ganz gern nostalgisch und kein Spiel hat das so gut verkörpert in diesem Jahr wie 1980X. Das ist ein virtueller Pixeltrip in die Jugend zurück, wo man eben durch sehr melancholisch anmutende Monologe in eine virtuelle Welt eingeführt wird, in der man sein Hobby und seine Leidenschaft für Videospiele entdeckt in einer dunkel schummrigen Spielhalle. Und dann spielt man eben innerhalb dieser Erzählung, innerhalb dieser Pixel-Erzählung verschiedene Spiele, die eben an Klassiker angelehnt sind, wie zum Beispiel Outrun. Und es ist einfach schön gemacht. Es hat so eine ganz tolle Stimmung und Atmosphäre für mich. Ist so ein bisschen wie Stranger Things irgendwie, das eben auch so von diesem Nostalgiefaktor lebt und von diesem Erwecken alter Erinnerungen. Und das macht dieses Spiel wirklich perfekt. Das hat es auf ein neues Level erhoben, was Videospiele angeht.
Ich glaube, da soll ja nochmal eine Fortsetzung kommen. Würde ich mir natürlich sehr wünschen, denn ich fand das richtig gut gemacht. Unglaublich stimmungsvoll und ganz, ganz toll. Auf Platz 5, Plants vs. Zombies, Battle for Neighborville. Ja, ich bin ein Sucker für die Serie. Teil 1 finde ich nach wie vor den besten Teil der Serie. Teil 2 finde ich nicht so gut. Teil 3 finde ich tatsächlich recht gut. Die haben einfach gut abgeliefert, weil sie inhaltlich unglaublich viel bieten. Ne? Es gibt ja dieses große offene Areal, wo man umherlaufen kann und sich battlen kann. Dann gibt es aber etliche Spielmodi und Maps und es sieht so unglaublich schön und charmant aus. Macht einfach wieder sehr, sehr Spaß. Natürlich ist es ein bisschen chaotisch, aber ich mag das einfach. Und sie haben dann auch wirklich, also man merkt es ja auch immer noch, sie sind immer noch sehr darauf versiert, das Spiel richtig, richtig gut zu machen. Es wurden Sachen gebalanced, es gab ja so Probleme am Anfang, dass gerade zum Beispiel der Pilz, dieser Ninja-Pilz, total overpowered war. Das haben sie in den Griff bekommen. Und ja, das ist ein geiles Spiel, das man alleine spielen kann, also halt online oder halt auch Couch-Koop, auch das ist möglich. Einfach ein super Ding und ich kann es jedem nur empfehlen. Die Serie wird gern belächelt und abgetan, aber dahinter versteckt sich echt ein super spaßiges Spiel. Lonely Mountains Downhill auf Platz 4. Das kam ja auch aus dem Nichts, wobei ich das tatsächlich irgendwann mal auf irgendeinem Event, glaube ich, angezockt habe. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Aber als es dann da war, hatte ich es schon längst wieder vergessen gehabt und habe es dann gespielt und habe gemerkt, so, boah, das ist echt einfach super. Es ist Trials HD. Es geht nicht so sehr darum, dass man irgendwie Tricks macht, aber dass man eben einen Berg runterkommt. Und das Coole daran ist, dass man eben überall Abkürzungen finden kann und dann auch später finden muss, um die Herausforderungen zu schaffen. Und es macht einfach unglaublich Spaß, das immer und immer wieder zu probieren, weil es keine Ladezeiten gibt, es gibt faire Rücksetzpunkte. Und wenn man dann etwas schafft, dann ist es ein unglaubliches Glücksgefühl, habe ich ja mit dem Kuro selbst hier erlebt. Super Ding, wo man auch einfach gut daneben sitzen kann und anderen zuschauen kann, weil es einfach aberwitzig ist, wenn man sich mal wieder in einer irgendeiner absurden Situation auf die Schnauze legt. Absurde Situationen gibt es bei Platz 3 bei mir auch en masse und zwar Heave-Ho. Kommt natürlich aus dem Hause Devolver Digital. Wenn jemand coole Indie-Spiele kann, dann eben Devolver Digital und Heave-Ho ist einfach fantastisch, weil es diese Physikbasiertheit hat. Ne? Man hat diese Figur mit dem Kopf und den zwei Armen und man muss sich dann immer festhalten mit den beiden Händen und dann eben versuchen, zum Ende dieses Levels oder eines Abschnitts zu kommen. Man kann dann auch diese Münzen einsammeln und man kann eben schön im Koop dann spielen und muss dann zusammenarbeiten und man hat einfach nur Spaß. Das ist ein perfektes Partyspiel, das ich jedem nur ins Herz legen kann. Ne? Wenn man so gerne was wie Mario Kart oder Gang Beasts oder so zockt, das ist hervorragend. Man lacht sich schlapp, man hat Spaß und man merkt einfach, da vergeht die Zeit wie im Fluge. Fantastisches Spiel, sollte man spielen. Auf Platz 2 ist bei mir ein Spiel, das mich anfänglich gar nicht so begeistert hat. Control, ne? Da habe ich die Ankündigung mitbekommen und dann auch die ersten Trailer gesehen. Ich habe mir gedacht, ja, so richtig geil sieht es jetzt nicht aus. Quantum Break fand ich jetzt auch schon nicht so gut. Tja, Remedy, die sind halt einfach nicht mehr das, was sie mal waren. Und dann habe ich das Ganze auf der E3 spielen können für eine Stunde lang und habe gemerkt so, wow. Das ist richtig, richtig gut. Das Gunplay fühlt sich super an. Die Einbindung der Kräfte ist total natürlich, macht Spaß, die im Kampf einzusetzen. Und dieses ganze Setting mit dieser, ja, Fringe- oder Akte X-ähnlichen Behörde, das fand ich super gemacht. Und als es dann rauskam, das hat mich von hinten bis vorne begeistert. Einfach eine wahnsinnig coole Atmosphäre, super cooles Setting in diesem Bürogebäude, was sich verändert mit einer absolut mystischen Story. Aber letztendlich ist es das geile Gunplay, was mir so gefallen hat. Es fühlt sich alles wuchtig an, Trefferfeedback ist geil und es ist aufs Simpelste reduziert, aber das macht es richtig, richtig gut. Das kriegen viele Actionspiele heutzutage so nicht mehr hin, weil sie total überladen sind und dann fühlt sich die Action nicht gut an. Nein, das ist super gemacht, die Ballerei mit den verschiedenen Fähigkeiten und wie man sich dann verbessern kann. Echt ein wahnsinnig, wahnsinnig gutes Spiel und es ist echt schade, dass das finanziell so ein bisschen unterging und ja, so wenig Anklang fand. Also meines Erachtens ein ganz großer Must-Play-Titel im Jahr 2019.
Ja, Platz 1, jetzt sind wir da. Was ist es? Death Stranding? Nein, das ist es bei mir nicht geworden. Ich finde Death Stranding gut, aber für meine Top 10 hat das nicht gereicht. Auf Platz 1 ist bei mir die Überraschung des Jahres gelandet, die ich gar nicht auf dem Schirm hatte und die mich dann emotional total umgehauen hat. Und zwar Arise, A Simple Story von einem Entwicklerstudio, das in Barcelona sitzt, die irgendwie 20 Jahre lang, glaube ich, eine Werbeagentur hatten und dann aber gemerkt haben, sie haben überhaupt keinen Spaß mehr daran und deswegen wollen sie ihre Leidenschaft verfolgen und das sind Videospiele und dann hauen die dieses Ding als ihr Erstlingsprojekt raus, das meines Erachtens optisch mit zum Schönsten gehört, was ich jemals gesehen habe. Es ist, als hätte Studio Ghibli und Pixar gemeinsam zusammengearbeitet und ein Spiel kreiert. Die Animationen, die man hier sieht bei diesem alten, bärtigen Mann, die man steuert, das ist so liebevoll gemacht, so detailreich, wie auch eben diese gesamte Welt. Das ist so schön, das ist magisch. Also es ist wirklich magisch. Und dann ist da noch diese emotionale Story, die mich halt voll gepackt hat, weil es geht ja im Endeffekt darum, dass man gestorben ist und dann sein ganzes Leben nochmal so Revue passieren lässt, anhand der guten, aber auch der schlechten Momente. Und da setzt sich dann eben ein Bild zusammen, dieses Lebens von diesem alten Mann mit seiner Frau, das wunderschön ist. Und das macht dieses Spiel, ohne dass es einen Off-Sprecher gibt, der einem das alles vorkaut und erzählt, sondern es passiert eben durch das Spiel, durch die Bilder, die man sieht. Und mit ganz wenigen simplen Mitteln wird so viel Emotion vermittelt. Ich fand das wahnsinnig. Und ich sah es teilweise echt wirklich mit leicht feuchten Augen vorm Rechner, weil ich mir dachte, so, oh Mann, das trifft mich gerade innen drin mega wahnsinnig gut. Aber es ist dann halt eben auch nicht einfach nur so ein Spiel, wo man nur durchläuft, sondern es gibt tatsächlich auch eine coole Plattforming-Mechanik oder Mechanik in dem Sinne, ne? Also es gibt keinen Kampf. Aber man rennt durch diese Welt, Sprungpassagen und es gibt eben dieses Feature, dass man in einem gewissen Rahmen die Zeit vor- und zurückspulen kann mit dem Analogstick. Und das funktioniert richtig, richtig gut und daraus ergeben sich dann immer wieder so kleinere Rätsel, die einfach wunderbar in dieses Spiel passen. Und das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte, die erzählt wird, sehr emotional und deswegen ist es bei mir auf Platz 1, weil ich finde es toll, wenn man ein Videospiel findet, das einen emotional berührt und beinahe zu Tränen rührt. Und das hat bei mir einfach voll funktioniert. Und dann sieht es auch noch so wunderschön aus mit einem unglaublichen Soundtrack. Für mich eine ganz, ganz große Überraschung und definitiv mein Top-Spiel des Jahres 2019.